Herzlich willkommen in Freiberg. Ja, vielen Dank, Mike, für die warmen Worte. Und ich möchte noch mal ein paar kurze Voranmerkungen. Erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin sehr gerne hier heute nach Freiberg gekommen. Und ich muss ganz großes Kompliment auch an die Caroline Bachmann geben, die das hier wunderbar macht, die einen super Wahlkampf macht. Und ich hoffe es sehr, dass sie hier in Mittelsachsen das Zepter übernimmt. Und Mike Monzig hat das richtig gesagt. Frau Bellmann, ja, es ist eine gute Abgeordnete gewesen. Das muss man ja auch mal neidlos anerkennen. Für die CDU ist die konservativste, die die CDU mittlerweile noch hat. Aber auch dort ist mittlerweile die Zeit abgelaufen. Nicht für Sie, sondern für die CDU. Und es muss Sie auch einsehen, dass in dieser Partei, mit dieser Partei in Deutschland kein Politikwechsel mehr möglich ist. Das ist nicht mehr die CDU vor 20 Jahren. Diese CDU macht keine Politik für die Bürger vor Ort, macht keine Politik mehr für euch hier. Wir erleben es jeden Tag im Bundestag. Es ist mittlerweile eine Altpartei, wie alle anderen auch. Es ist egal, ob sie Grün, Rot, CDU oder FDP wählen. Das ist alles dasselbe. Und so wird man auch keinen Politikwechsel in diesem Land hinbekommen. Und wir als AfD wollen den Politikwechsel. Das ist unser Ziel hier in Deutschland, einen Politikwechsel. Und wir wollen wieder Politik für das Volk machen, für die, die arbeiten gehen jeden Tag und die früh aufstehen und für dieses Land noch wertschöpfend was leisten, liebe Freunde. Ja, und ich will es auch deutlich sagen, Sachsen ist unser Stammland. Caroline hat es richtig gesagt, Sachsen ist die Hochburg auch unserer Partei und das wollen wir natürlich auch bleiben. Wir haben bei der Bundestagswahl 2017 sage und schreibe 27% geholt, bei der Landtagswahl 27,5%. Und hier in Sachsen, hier in Ostdeutschland sind wir Volkspartei, liebe Landsleute. Und von Sachsen geht das Signal auch diesmal aus, der Bundestagswahl am 26. September, um jede Stimme für unsere Alternative für Deutschland auch zu kämpfen. Und wir werden auch hier erfolgreich sein, liebe Freunde. Und davon bin ich auch überzeugt und dafür stehen auch Caroline Bachmann, auch Maximilian Krah, der vor uns gesprochen hat, Europaabgeordneter, dazu komme ich dann gleich. Noch ist er Europaabgeordneter, wie wir alle wissen und wie ihr wisst, wollen wir natürlich dieses Parlament ein Stück weit irgendwann auch auflösen, sodass man das auch nicht mehr braucht. Wir wollen wieder die Souveränität nach Deutschland zurückbringen. Wir wollen in Berlin selbst entscheiden, für was wir Geld bezahlen. Ja, und wenn ich diesen gut gefüllten Marktplatz hier sehe, Schlossplatz hier sehe, in Sachsen begann vor 31 Jahren die friedliche Revolution. Einige werden sich noch daran erinnern können. In Leipzig und in Dresden sind die Menschen auf die Straße gegangen und haben für Freiheit und Selbstbestimmung gekämpft. Nach fast 40 Jahren DDR-Willkür waren wir es leid, bevormundet und überwacht zu werden. Und wir haben diese Diktatur abgeschüttelt. Und wir wollen keine neue Diktatur, liebe Freunde. Weder schleichend noch verkleidet getarnt im Gewand von epidemischen Notlagen, Klimarettungsfantasien durch Kindsköpfe, Welt- und Flüchtlingsrettern einer ganzen Asylindustrie. Das wollen wir nicht. Dagegen werden wir mit aller Macht und mit eurer Unterstützung kämpfen. In den Parlamenten unseres Landes, bei Demonstrationen und Kundgebungen. Wir werden uns unsere Freiheits- und Grundrechte nicht nehmen lassen. Es ist nämlich unser Land. Es ist unser Land, in dem wir leben und in dem wir arbeiten. Es ist unser Land, was auch von vielen Seiten bedroht ist, im Inneren genauso wie von außen. Bedroht vor allem von Politikern, den sogenannten Regierenden und den politischen Eliten. Und liebe Landsleute, ich freue mich ganz besonders deswegen auch heute zu euch zu sprechen, denn ihr seid die, die zu den Wurzeln, zu Deutschland, zu ihrer Heimat und ihrer Region hier auch in Freiberg stehen, denen unser Vaterland am Herzen liegt und die sich für unser Vaterland auch einsetzen, die die verehrte Freiheit, Vaterlandsliebe, Nation und Gerechtigkeit auch leben und die unseren Wahlkampfslogan, hier steht da, Deutschland aber normal, aus tiefster Überzeugung auch unterstützen können. Wir wollen diese Normalität wieder in unserem Land, liebe Freunde. Und ich will auch zu denen sprechen, die in großer Sorge über den Zustand und die Zukunft unserer Heimat, unseres Vaterlandes sind. Denn, liebe Landsleute, 16 Jahre Merkel haben unser Land gelähmt. Und das wird jeden Tag hier schlimmer. Wir erleben es ja jeden Tag. 16 Jahre Merkel hat unser Land an die Wand gefahren. Hier ein paar Beispiele. Wenn man alleine sich anschaut, die letzten Jahrzehnte, 31 Jahre nach der Wiedervereinigung, 60 Landkreise und Städte mit den niedrigsten Einkommen liegen in Ostdeutschland.
Am niedrigsten und wenigsten Vollzeitbeschäftigten mit dem niedrigsten Einkommen ist mein eigener Wahlkreis Görlitz. Dort verdient man im Durchschnitt 2272 Euro brutto. 2272 Euro brutto. Knapp davor liegende Erzgebirgskreis mit 2300 Euro brutto. Vorpommern-Rügen 2303 sowie das Altenburger Land in Thüringen, wo sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer im Durchschnitt 2308 Euro brutto verdienen. Und das 31 Jahre nach der Wiedervereinigung. Das ist für mich ein Skandal. Und hier sage ich auch ganz klar, Arbeit muss sich in diesem Land wieder lohnen. Und wer 40 Stunden in der Woche arbeiten geht, muss von seinem Lohn auch leben können, liebe Freunde. Und da komme ich zu dem Punkt, wer ist eigentlich für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse verantwortlich in diesem Land? Wer ist eigentlich unser Beauftragter dafür? Maximilian Krah hat es kurz angedeutet. Wir haben ja einen Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Und ich sage dazu, das ist vereinfacht unser Ostbeschimpfungsbeauftragter, Herr Marco Wanderwitz, der genau dafür verantwortlich ist, dass diese Lohnangleichung auch geschieht. Und was hat dieser Herr eigentlich bis jetzt getan in seiner Aufgabe? Und auch ist er überhaupt seiner Aufgabe gerecht geworden? Ich sehe ihn ja auch als parlamentarischen Staatssekretär fast jede Woche im Bundestag im Wirtschafts- und Energieausschuss, wo er für Ostdeutschland Initiativen einbringen soll, Verbesserungen einbringen soll. Aber ich kann Ihnen sagen, da kommt nichts. Nichts. Null. Es ist eine absolute Nullnummer. Es können Sie sich wirklich vergessen, solche Leute braucht im Bundestag niemand. Denn diese Leute sind nur doch dazu da, um uns Ostdeutsche zu beleidigen und zu beschimpfen. Und man fragt sich wirklich, welche Art Selbst- oder Fremdhass diesen unsäglichen ostdeutschen Beschimpfer und Beleidiger, was diesen Mann eigentlich antreibt. Und da fragt man, auch ich frage mich, ob dieser Mann noch alle Tassen im Schrank hat. Also so kommt es mir manchmal vor. Er behauptet ja auch zum Beispiel, dass die östlichen Bundesländer deshalb die niedrigsten Corona-Impfquoten aufweisen, weil dort die AfD so erfolgreich ist. Naja, und liebe Freunde, da sage ich ganz ehrlich, umgekehrt wird ein Schuh draus. Die AfD ist im Osten so erfolgreich, weil die Bürger in Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt entmündig sind und kritisch sind und genau die Vor- und Nachteile abwägen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Und genau deshalb wählen sie die Alternative für Deutschland. Und deswegen sage ich ganz klar, es ist wirklich Zeit, diesem Mann den politischen Stecker zu ziehen. Und auch interessant ist, dass der Ostbeauftragte Wanderwitz sich ja selbst seiner Herkunft entziehen möchte. Er sieht sich ja nicht als Ostdeutscher. Und da muss man wirklich sich fragen, also ich sehe mich als Oberlausitzer, als Sachse, als Schlesier, als Deutscher und auch als Europäer. Und da frage ich Sie, euch, kann ich etwas dafür, dass ich Ostdeutscher bin? Nein. Ich habe einfach nur Glück gehabt. So sehe ich es. Und deswegen sage ich, wir dürfen die Diktaturerfahrung, die wir in der DDR gemacht haben, die dürfen wir auch nicht einfach abschütteln. Und vielmehr sollten wir unsere Lehren auch daraus ziehen und empfindlich dafür bleiben, wenn der Staat sich zu weitgehenden Befugnisse nimmt, um das Leben seiner Bürger zu kontrollieren und zu reglementieren. Das ist genau das, was uns Ostdeutsche ausmacht. Diese Sensorik, diese Antennen brauchen wir. Und deswegen ist es wichtig, dass es die Alternative für Deutschland, gerade hier in den östlichen Bundesländern, so stark ist. Und deswegen brauchen wir sie auch. Und nochmal ganz kurz, deswegen sage ich auch hier ganz deutlich, so einen Ostbeauftragten brauchen wir nicht, wir brauchen auch dieses Amt nicht. Wir Ostdeutschen brauchen keinen Regierungsbeauftragten, der uns sagt, was wir zu denken und zu tun und wie wir zu handeln haben. Und nicht nur das, alles was die Bundesregierung ja die letzten Jahre angefasst haben und wir erleben es ja gerade, endet im Chaos. Es gibt kaum noch etwas, was überhaupt in diesem Land wirklich funktioniert. Die Afghanistan-Politik ist das letzte Beispiel gewesen. Die Euro-Politik, die Euro-Rettungspolitik, die CO2-Besteuerung oder die gesamte Energiepolitik. Viele Menschen haben mittlerweile auch wirklich in diesem Land nur noch panische Angst um ihre Existenz und gerade nach Corona. Und aufgrund genau dieser Nullzinspolitik der EU, auch um ihre Ersparnisse, was viele Rentner angeht. Und deswegen kann ich nur verweisen auf unser Renten- und Sozialprogramm. Können Sie sich erinnern, da wurde monatelang in den Medien referiert, ja, die AfD hat ja kein Rentenprogramm. Wir haben kein Rentenprogramm.
Jetzt haben wir einen seit über einem Dreivierteljahr. Haben Sie irgendein Medium mal gehört, das gesagt hat, die AfD hat ein tolles Renten- und Sozialprogramm? Also jetzt redet davon niemand mehr. Und was sagt unser Renten- und Sozialprogramm aus? Dass Menschen, die in diesem Land 40 Jahre gearbeitet haben, dass die von ihrer Rente leben können und leben sollen. Und dass eine Doppelbesteuerung, dass Renten ab 1150 Euro in diesem Land besteuert werden soll, das muss abgeschafft werden. Denn Menschen, die in diesem Land gearbeitet haben, haben in ihrem Leben genügend Steuern bezahlt. Warum noch im Alter und teilweise mit Drangsalierung wirklich der alten Menschen, die über 80, 85 sind, die teilweise nicht mal Angehörige haben, die eine Steuererklärung machen können, die werden im Endeffekt sogar noch geschätzt. Und da können Sie sich vorstellen, wie da der Staat zulangt. Das ist wirklich unverschämt und eine absolute Frechheit unserer älteren Generation gegenüber. Ja. Liebe Freunde, ich bin aus der Lausitz, ich bin Handwerksmeister und ich kenne die Sorgen und die Nöte auch der Menschen, der Handwerker, Landwirte und auch der Selbstständigen aus eigener Erfahrung, jeden Tag. Und schauen wir uns doch einmal an, was die Merkel-Regierung auch aus dem Mittelstand, aus dem Handwerk gemacht hat. Sie lähmt die kleinen und mittelständischen Unternehmen mit ihrer Überregulierung und Überbürokratisierung. Damit bringt sie nicht nur die Betriebe an den Rand der Existenz, sondern auch alle Arbeiter, die dort ihr Brot verdienen. Und genau diesen unheilvollen Trend, diesen müssen wir stoppen. Unter diesen Bedingungen hat doch mittlerweile in diesem Land gar keiner mehr Lust, sich selbstständig zu machen oder eine Firma zu gründen. Und denn, was wollen denn Mittelstand und Handwerk nach 14 Jahren Misswirtschaft? Und das erleben wir ja gerade jetzt nach Corona, wenn ich die Tourismusindustrie sehe, die Tourismusbranche, die Hotellerie. Sie wollen Planungssicherheit. Mich fragen jetzt schon viele Hotelleries und auch viele Selbstständige in der Gastronomie, können wir für Weihnachten unsere Waren bestellen oder kommt wieder ein Lockdown, wie letztes Jahr, als wir die Hälfte wegschmeißen mussten. Das ist das Wichtigste. Wir brauchen Planungssicherheit in diesem Land und natürlich auch endlich einen Bürokratieabbau, der sich auch gewaschen hat. Wir reden seit 30 Jahren in diesem Land vom Bürokratieabbau. Nun sagt mir einer, wer weiß und wer hat erkannt, dass es überhaupt einen gibt oder hat es mal gemerkt als Selbstständiger? Im Gegenteil, es kommen immer neue Drangsalierungen, Gesetze, Datenschreibungen und noch irgendwelche weiteren Formulare, die man ausfüllen müssen, Zeiterfassung. Es wird immer mehr. Jeder Selbstständige weiß mittlerweile nicht mehr, was er zuerst machen soll, wen man zuerst bedienen soll. Dabei möchte er einfach nur ruhig arbeiten. Und das ist das, was ich von jedem immer wieder höre. Lasst uns einfach in Ruhe arbeiten und hört auf uns zu drangsalieren. Und genau das ist das, für diese Leute machen wir Politik, liebe Freunde. Wir von der AfD stehen nämlich für alle, die an der Wertschöpfung unserer Gesellschaft mitarbeiten. Für alle, die jeden Tag, und das betone ich ganz deutlich, die guten deutschen Tugenden, die ja niemand mehr gerne in den Mund nimmt. Und das ist auch die Aufgabe unserer Schulen. Denn damit müssen sie sich befassen, die deutschen Tugenden wieder zu lernen. Ehrlichkeit, Fleiß, Pünktlichkeit, Strebsamkeit. Wenn das gelernt wird... Wenn das gelernt wird, ist uns schon viel geholfen. Bundesbildungsbericht, ein gutes Beispiel. 50.000 junge Kinder verlassen jedes Jahr die Schule ohne Schulabschluss. 2,2 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34 Jahren in Deutschland haben keinen Berufsabschluss. Und da frage ich euch, was wollen diese Menschen mal für eine Rente verdienen? Woher soll das Geld kommen? Wenn man diesen Menschen nicht eine Perspektive gibt, wenn man diese Menschen nicht fördert. Und das ist das, was die deutsche Politik machen muss. Wir brauchen keine Fachkräfte aus dem Ausland. Kümmern wir uns erstmal um unsere eigene Jugend. Und genau diese Verbrauchten und auch die zynischen Politiker, diese Altparteien, diese Regierung, alle handeln seit Jahren zum Schaden des Volkes. Und deswegen müssen wir sie ablösen. Und zwar so schnell wie möglich. Und da frage ich auch natürlich, was können wir als AfD besser machen? Auch das muss gefragt werden. Und was sind unsere Rezepte? Wir brauchen in diesem Land ein Deutschland, in dem es wieder Raum und auch Freiheit gibt, das eigene Potenzial auch zu entfalten. Das wollen wir auch. Wir müssen Sachsen und Deutschland wieder nach vorne bringen. Und ich will, dass auch in Zukunft unser Land, die Heimat der Denker und Dichter, der Tüftler und Schaffer, eines starken Mittelstandes und einer leistungsfähigen Wirtschaft ist. Es sind nämlich unsere Ideen von Wirtschaft und Gesellschaft, dass sich dabei Handwerk und Hightech, Stadt und Land, Ökonomie und Ökologie
die Lust auf Zukunft und der Sinn für das Bewahrenswerte in einer solidarischen Gemeinschaft verbinden. Nämlich das ist soziale Marktwirtschaft und das ist konservativ und das vertritt nur noch die AfD, liebe Freunde. Ja, und auch unsere Konzepte gibt es natürlich nicht zum Nulltarif. Unser Wahlprogramm ist am gesunden Menschenverstand orientiert. Ihr könnt euch hier gerne natürlich dann welche mitnehmen. Wir haben hier Kurzprogramme in der Form da. Schaut es euch an. Es ist am gesunden Menschenverstand orientiert. Ehrlich, ohne falsche Versprechungen. Alles politisches Handeln kann nur Rahmenbedingungen setzen. Auch das wollen wir. Und das kostet natürlich auch Geld. Aber in unserem Land hat sich ja ein Trend mittlerweile eingeschlichen, ständig nur die Einnahmenseite im Blick zu haben. Also wenn es mal nicht reicht, muss man die Abgaben erhöhen, Sozialversicherungsbeiträge, die Steuern erhöhen oder man erfindet was Neues. Und wir kennen ja das alle nur zu gut. Ne? Neue, höhere Steuern, Sozialabgaben gepaart mit einem unübersehbaren Regelwerk an Vorschriften und Verordnungen. Und meist wird die EU vorgeschoben, obwohl Berlin nicht wesentlich besser ist. Und weil wir von der Alternative für Deutschland seriös argumentieren, kann ich heute niemandem finanzielle Erleichterungen für die nächsten Jahre versprechen. Und mit der nächsten Regierung, egal wie die aussehen mag, wird es auch nicht passieren. Jede Partei in Regierungsverantwortung muss aber dem Bürger dahingehend reinen Wein einschenken. Wir leben als Deutschland mit diesen Politikern über unsere Verhältnisse. Und es ist auch klar, dass aus der Zitrone Bürger nicht noch mehr Saft herausgequetscht werden kann. Vielmehr müssen wir mal die Seite der Ausgaben in den Mittelpunkt unserer politischen Analyse stellen. Und liebe Freunde, deswegen fordern wir, ich ganz klar, zur nächsten Bundesregierung, die muss auch einfach mal einen Kassensturz machen. Wir wollen wissen, was sind die Einnahmen und was sind die Ausgaben. Es ist nämlich unverantwortlich, ständig die Einnahmenseite durch immer neue höhere Steuern, wie zum Beispiel die CO2-Steuer. Das ist für mich moderner Ablasshandel, nichts anderes. Und auch weitere Sozialabgaben erhöht werden. Und ich will, dass die Ausgabenseite des Staates nämlich konsequent hinterfragt und auch analysiert wird. Als Ausgangspunkt, Grundlage und Voraussetzung, wofür und wie viel wir weiterhin Geld ausgeben wollen und müssen, muss natürlich ein Kassensturz gemacht werden. Und die Geldschwemme, wir erleben es ja in Brüssel, die hält ja an. Unser wirtschaftlicher Aufschwung bzw. unser Wachstum, was wir aktuell noch haben, was man immer uns vorrechnet, basiert nur auf neue Schulden und Pump. Wir finanzieren nur unsere eigene Wirtschaft mit Schulden. Das muss aufhören, weil das müssen unsere Kinder und Enkelkinder bezahlen. Es wird Geld ohne Ende gedruckt und wir werden dafür alle bitter zahlen. Das kann ich euch sagen. Und deswegen muss diese Bundesregierung abgelöst werden. Und wenn man sich die Belastung anschaut, es sind ja nicht nur, dass die Beiträge bei Krankenpflege, Rentenversicherung steigen werden. Das wird ab nächstes Jahr passieren. Schauen wir uns die Inflation an. Mittlerweile bei 4-5%, in einigen Branchen, was Rohstoffe angeht, bei 10-20%. Und dieser Trend wird anhalten. Und da muss man sagen, Einsparungen sind möglich. Wo sind die Einsparungspotenziale? Was wir als Deutschland an Milliardenbeträgen bezahlen? Migrationskosten als erstes. Es leben immer noch über 300.000 Menschen in diesem Land, die hier nichts zu suchen haben. Über 300.000, die im Sozialsystem ein gutes Dasein genießen, wo der Asylantrag abgelehnt ist, die nach Recht und Gesetz in Deutschland nichts zu suchen haben. Das gibt es in keinem Land der Welt. Und deswegen sagen wir, das muss geklärt werden. Diese Länder, diese Leute müssen abgeschoben werden. EU-Ausgaben. Großbritannien hat den Brexit vollzogen. Was ist die Konsequenz in Brüssel gewesen? Hat man das Parlament verkleinert? Nein. Im Gegenteil, man hat es aufgefüllt mit weiteren Parlamentariern aus allen Herren Ländern. 60.000 Beamte arbeiten in Brüssel, arbeiten in Anführungszeichen. 60.000. Was machen die den ganzen Tag dort? Was kostet uns das? Wir zahlen alleine 2021 zusätzliche 20 Milliarden als Deutschland nach Brüssel. Das ist Geld, was Deutschland bräuchte. Das ist Geld, was zum Beispiel die Hochwasseropfer in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz bräuchten. Nicht dieses Taschengeld von 200 Millionen Euro, was man diesen Menschen dort gibt.
Mittlerweile hat man die auch vergessen. In den Medien hört man nichts davon. Nichts ist dort bis jetzt passiert. Viele Menschen haben immer noch kein Dach über den Kopf. Das muss man sich vorstellen. Hab heute wieder mit den Menschen dort unten telefoniert und die haben gesagt, die Politik hat uns mittlerweile komplett vergessen. Es ist aus den Medien heraus. Niemand redet mehr davon. Und wir haben hier Zerstörungen für die nächsten 20 Jahre mit Arbeit und wo wir wissen nicht, wie wir morgen überhaupt noch hier in Ruhe leben können. Also das sind Dinge, die wir natürlich immer wieder aufgreifen und das bewegt mich sehr, sehr. Und dann komme ich noch zum nächsten Punkt, Ausgaben. Über 550 Millionen Euro zahlen wir jedes Jahr an Kindergeld ins Ausland. 550 Millionen Euro. Wir müssen dem Beispiel Österreichs folgen und auch damit Schluss machen. Wir zahlen an Kinder, die nicht mal deutsch sind, die wir nicht mal kennen, die nicht mal registriert sind. Und wenn das mal eine Bundesregierung machen würde, dann würden wir auch erleben und selbst auch wir sagen, ja, so schafft man auch Vertrauen in diesem Land. Wenn man den Bürgern sagt, ey Leute, hier haben wir jahrelang Milliarden hingepulvert oder gucken Sie sich Herrn Maas an, der geht einfach mal nach Namibia und gibt dort eine Milliarde aus, jetzt reicht's nicht. Also solche Leute, solche Politiker handeln noch nicht zum Wohle des deutschen Volkes. Das sind doch wirklich Staatsvernichter. Solche Politiker brauchen wir nicht. Die wollen uns vernichten. Die wollen unseren letzten Pfennig aus der Tasche ziehen. Und deswegen müssen wir sie abwählen, liebe Freunde. Und deshalb auch von meiner Seite, ich habe es gesagt, wir brauchen diesen Politikwechsel für die Wiederherstellung genau dieser Normalität. Nur das wollen wir, normal leben, in Ruhe leben, auskömmlich leben. Das ist für uns wichtig, Deutschland aber normal und ich will, dass unser Land auch wieder normal wird. Wir wollen den Wechsel, es geht um unser Land. Es ist auch diesmal 2021 eine Schicksalswahl, ähnlich wie 2017. Es hat sich in diesen 4 Jahren leider wenig zum Guten geändert und es geht um aller unserer Zukunft, um die Zukunft unserer Kinder, unserer Enkelkinder. Und deswegen, liebe Freunde, haben wir den Mut zur Wahrheit, haben wir den Mut zu Deutschland, haben wir den Mut zu unseren Traditionen, den Mut zu unserer Heimat, den Mut zu unserer Gemeinschaft, Mut zu all den Werten und Überzeugungen zu stehen, die unser Land groß gemacht haben, die unseren Wohlstand auch begründet haben. Und deswegen appelliere ich an euch, an alle Patrioten, an alle Bürger, denen unser Deutschland und unsere Nation noch etwas bedeutet. Nutzt diesen Mut, kämpft weiter für unser Land, wählt am 26. September mit der Erststimme Caroline Bachmann und mit der Zweitstimme die AfD. Es wird euch nicht, ihr werdet es nicht bereuen und wir sind stark für euch. Wir werden euch vertreten, wir werden Sachsen vertreten, wir werden Freiburg vertreten. Dafür sind wir da und wenn wir und wenn ihr mit uns unzufrieden seid, dann habt ihr auch richtig das Recht, uns auch abzuwählen, denn wir machen Politik für die Bürger, für euch hier auch in Freiburg und in Sachsen. Vielen Dank.